Ich habe mich als erster Reservefahrer fürs C-Finale qualifiziert. Nee, von dem her war ich eher so ein bisschen Cooper Webb und Ryan Dungey. Wird wahrscheinlich eigentlich außer im engsten Bekanntenkreis niemand wissen, aber ich bin 2015 und 2016 jedes Mal die ersten Rennen der Meisterschaft gefahren und meine Freundin lag quasi im Krankenhaus, zum Teil um ihr Leben gekämpft. Vierter Platz in Lockhead vorm Cairoli und es geht halt aktuell bei der Entwicklung immer mehr über Risiko. Aber es war cool, dass sich quasi der DMSB da auch ein bisschen engagiert hat, zusammen mit einem etablierten Team, wo eine richtig professionelle Struktur dahinter war. Ich muss dazu sagen, dass ich einer der wenigen Fahrer bin, die wo richtig schnell sind, aber auch wissen, was sie machen, was sie umsetzen, um schnell zu sein. Ich bin einfach nur rübergerollt und einfach geradeaus weiter durch die Bande durch, einfach umgefallen und lag da. Und dann habe ich auf jeden Fall mehr Stunden im Krankenhaus verbracht als irgendwo auf dem Motorrad oder auf der Strecke oder im Gym. Herzlich willkommen zurück bei Motivated, dem Podcast für alles mit Zackenfußrasten und Stollenreifen. Mein Name ist Basti Wolter und ich freue mich schon wieder auf den heutigen Gast. Bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis auf unsere Partner, die den Podcast unterstützen. Weber Workaholics hat jetzt die Skills-Kollektion mit Hose und Jersey fürs Motocross und Enduro rausgebracht. Die Hose besitzt coole Features wie zwei Taschen in der Leistengegend mit Reißverschluss, wo ihr euer Handy, Autoschlüssel und viel mehr verstauen könnt. Die Hosenweite lässt sich an den Hüften per Klettverschluss feintunen für einen perfekten Sitz. Die Hose, das Jersey oder das Ganze als Kombo gibt es in den Farben Schwarz, Grau, Blau und Rot sowie in der DT64, also Nick Turi Signature Kollektion. In der Kombo aus Jersey und Hose kostet das Ganze nur 119,90 Euro und es gibt die Sachen im Rider Store Shop. 24MX, Europas größter Online-Shop für Motocross- und Enduro-Zubehör, bietet noch den ganzen September in ihrer Mega-Kampagne das ProWorks Quickload-System für nur 49,99 Euro an. Mit dem Quickload-Transport-System kannst du Motorräder von 65 bis 500 Kubikzentimeter Hubraum einfach und sicher transportieren. Einfach das Bike in den Transporter rollen, die Halteklammern an die Fußrasten drücken und fertig. Links zu den Angeboten findest du in der Episodenbeschreibung. Wenn man im deutschen Motocross von einem Rekordmeister redet, dann fallen mir genau zwei Namen ein. Der eine ist Roland Diepold, der glaube ich 16-facher deutscher Meister in allen möglichen Klassen ist. Und der andere sitzt jetzt mir gegenüber als ADAC MX Masters Rekordmeister. Herzlich willkommen, Dennis Ulrich. Ja, danke schön. Herzlich willkommen. Ja, Ulle, wir sitzen hier bei dir zu Hause. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Und das ist ja nicht nur dein Zuhause seit vielen Jahren schon, sondern auch das Zuhause von der Familie Kneipp. Ja. Tommy Kneipp, hier sein Geschäft gehabt, groß geworden, bevor er verstorben ist. Darauf gehen wir natürlich später drauf ein, weil er natürlich eine wichtige Person in deinem Leben ist. Und auch deine Freundin, die Vanessa, die Tochter vom Tommy und der Gabi Kneipp, ist natürlich auch hier wohnhaft. Und ja, umso mehr freut es mich, dass wir sozusagen hier mal an diesem, ja, auch geschichtsträchtigen Ort in Motocross Deutschland den Podcast aufnehmen können. Dennis, wie geht's dir? Es ist ja in letzter Zeit relativ ruhig gewesen, zumindest aus sportlicher oder rennsportlicher Sicht. Und was machst du inzwischen? Wie geht's dir? Geht's dir gut? Und ja, erzähl mal ein bisschen was. Ja, also prinzipiell aktuell geht's mir, ich würde mal sagen, wieder gut. Ich hatte ein bisschen, ja, ich weiß nicht, wie man das genau beschreiben kann. Also das ganze Corona-Thema, die Corona-Pause, die Zeit, wo nicht wirklich was ging, hat mich schon ein bisschen, ja, aus der Bahn geworfen. Ich habe gemerkt, dass ich mit meinem Trainingsrhythmus, mit allem nicht mehr wirklich, das nicht mehr wirklich aufrechterhalten kann. Und dadurch habe ich jetzt ja, einfach auch gemerkt, letzten Winter, dass ich mich einfach nicht mehr so fit fühle wie früher, dass mir gerade das Fitnesstraining, die ganze Fitness und alles, wo
natürlich auch zum Motocross dazugehört, dass mir das nicht mehr wirklich leicht von der Hand geht, dass ich mich nicht mehr richtig auf die Saison vorbereiten kann, nicht mehr wirklich pushen kann und habe auch gemerkt, dass ich natürlich jahrelang auf dem Top-Level war von meiner Fitness und natürlich war dann hier die Corona-Pause habe ich auch ein bisschen sinnvoll genutzt, habe hier zu Hause bei mir in Kempfelbach die komplette Wohnung renoviert in dem ganzen Familie Kneiphaus hier. Wie so viele ja das zu Corona-Zeiten gemacht haben. Ja, genau. Also die Vanessas Oma ist 2020 verstorben und dann haben wir halbes, dreiviertel Jahr später entschlossen, dass wir die Wohnung komplett auf den Kopf stellen, alles rausreißen, neu renovieren und das war dann so 2021 eigentlich, wo auch nicht, oder auch schon 2020 haben wir angefangen, wo nicht wirklich was ging und sich die Ereignisse auch ein bisschen überschlagen haben hin und her, habe ich dann die Zeit genutzt und hier alles renoviert und aber auch da davor war natürlich mit dem ganzen Hin und Her schon ein bisschen Gas im Training nicht so wirklich funktioniert hat, da waren auch die ganzen Strecken zu und war einfach ein bisschen Chaos. Ja, aber du hast es ja gerade gesagt, jetzt geht es dir wieder gut. Also was jetzt so 2020, 2021 los war und auch deine Entscheidung, deine aktive Profilaufbahn zu beenden, da werden wir später drauf eingehen. Ich möchte nämlich mit dir so ein bisschen deine Karriere nochmal durchleben und unseren Zuhörern natürlich auch zeigen, wer ist der Ulle? Wer ist Dennis Ulrich auch abseits von der Motocross-Strecke? Was bewegt dich? Was macht dir Spaß? Und ich kann es allen sagen, es ist ja ein Podcast, ihr könnt es sehen, mir gegenüber sitzen wirklich dynamisch, fit, positiv, strahlender Dennis Ulrich und du machst auch auf mich den Eindruck, dass es dir gut geht. Ja, erzähl mal, wie bist du überhaupt zum Motocross-Sport gekommen? Durch wen? Wie alt warst du dann? Und was hat die Faszination und die Leidenschaft entfacht? Ja, also mein Vater ist früher auch gefahren, nicht wirklich Motocross, sondern eher Enduro und von dem her war ich da schon mit, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, weil ich das erste Mal auf irgendeine Crossstrecke war, aber seit ich mich erinnern kann, war ich auf jeden Fall immer da dabei bei den Enduro-Rennen und so weiter und habe dann mit 5 Jahren das erste Mal von meinem Vater, seinem Kumpel, dem sein Sohn ist schon gefahren, hatte eine PW50, so wie jeder natürlich anfängt. Und dann bin ich in Rachau beim Hillclimb. Nach 20 Räumen von irgendjemandem, der da als Zuschauer war. Nee, genau. Dann bin ich da die PW50 in Wala gefahren, weil da genügend Platz war. Und hat irgendwie auf Anhieb super viel Spaß gemacht, auch mega funktioniert. Bist du auf Anhieb gleich hochgefahren im Berg? Oder? Nein, im Berg bin ich nicht hochgefahren, aber im Wahrlager hat es schon top funktioniert. Der Sohn von dem Kumpel ist leider an dem Tag nicht mehr wirklich zum Fahren gekommen, denn ich bin meistens gefahren, bis der Sprit leer war. Dann musste mein Dad wieder das Motorrad zurückschieben, einmal tanken, dann ging es weiter. Von dem her habe ich gefühlt an dem Tag schon 5 Stunden auf die PW50 gefahren. Und von dem her war dann recht schnell klar, okay, macht mega Bock. Und ich habe quasi draufgesetzt und hat direkt alles funktioniert, von dem her gewisses Talent da mitbekommen von meinem Vater und von dem her war dann, ich glaube sogar, dass es die PW50 war, wo wir dann gekauft haben, weil der schon eine Weile gefahren ist und dann auf eine KTM 50er umgestiegen ist und dann ging's los. Ja, und dann, ich meine, so sind ja viele in den Sport gekommen durch Eltern, Freunde, sonst wie vorbelastet oder Familie. Wann ging's bei dir mit dem Rennfahren los? Und war das dein Wunsch oder hat der Papa einfach gesagt, komm, da ist ein Rennen, melden wir dich einfach mal an? Nee, also es war relativ zeitnah, auch da danach. Soweit ich mich erinnern kann, war es irgendwie gegen Ende des Jahres, glaube ich, wo ich angefangen habe mit der PW50, von dem er dann da ein bisschen trainiert. Und im nächsten Jahr dann irgendwann, halbes, dreiviertel Jahr später, ging es dann aufs erste DRMV-Rennen nach Waldorf, hier quasi ums Eck. Und auch direkt in meinem ersten Lauf, beziehungsweise im ersten Rennen, Top 5 gefahren, 5. Platz. Gab leider an dem Wochenende irgendwie nur bis zum 3. Platz Pokale.
War ich ein bisschen enttäuscht, aber es hat auf jeden Fall ziemlich gut funktioniert und dann bin ich in dem Jahr noch 2-3 andere Rennen gefahren. Und ja, dann die erste volle Saison ging es dann direkt, damals war ja Pollini noch richtig vorne mit dabei. Die 50er Pollini ging damals ab wie Sau. Und dann bin ich quasi in meinem ersten richtigen Jahr da aufgestiegen und konnte dann auch direkt DNMV Meisterschaft gewinnen gegen Bernhard Eggerold, damals größte Konkurrenz in der 50er-Klasse noch. Bruder von Stefan Eggerold, der bis heute noch fährt. Genau, da ging es dann richtig zur Sache. Ja, DJMV, für alle, die es nicht wissen, steht für Deutsche Jugendmotocross-Vereinigung oder Verband. Ja. Also eine Rennserie, Regionalrennserie speziell für die Jugendklassen. Und da sind ja auch viele, viele andere drin groß geworden. Genau, gerade hier unten im süddeutschen Raum ist es schon seit vielen Jahren auf jeden Fall sehr gute Veranstaltungen. Ja, sind ja noch andere Namen aus der frühen Zeit im Begriff, die heute vielleicht auch noch eine Rolle spielen oder auch in den letzten Jahren gespielt haben? Es ging eigentlich, die meisten gerade in der 50er und 65er sind mittlerweile nicht mehr wirklich aktiv, sagen wir es mal so. Genau, von dem her war es dann erst, wo es Richtung 85er ging, Deutsche Meisterschaft, wo dann mit Dennis Bautrexel und auch mit Kenny und alle da in der Deutschen Meisterschaft waren Dominik Thuri und genau. Ja, also du kommst auf jeden Fall auch in meiner Wahrnehmung aus einer eigentlich richtig starken Generation von jungen Fahrern, die damals groß geworden sind. Lass uns doch mal dann direkt zur 80er-Klasse springen. Du bist wahrscheinlich gefahren Deutsche Meisterschaft, Deutsche Jugendmotocross-Meisterschaft und den ADAC Junior Cup gab es damals auch schon, oder? Genau, also die ersten zwei Jahre 85er bin ich noch hier DLMV Baden-Württembergische Meisterschaft gefahren, habe dann da aber relativ schnell alles gewonnen und dann ist eigentlich eine ganz geile Story, mein allererstes Junior Cup Rennen, damals gab es noch A, B und C Finale und mein erstes Junior Cup Rennen war in Dolle, noch nie wirklich hier, meine Heimstrecke war damals in Schneidheim. Komplett Hartboden, noch nie wirklich eine Sandstrecke gesehen, außer zu Hause im Sandkasten, von dem her nach Dolle gekommen, erstes Junior Cup Rennen, keine Ahnung gehabt, was mich erwartet. In welchem Jahr war das? Ich weiß es nicht mehr genau. So 6, 7 wahrscheinlich. Und ja, vielleicht sogar noch ein bisschen früher, 2005 oder 2006, ja. War relativ früh und genau, damals Qualifikation mit, keine Ahnung, 150 Fahrern oder so. Und ich habe mich als erster Reservefahrer fürs C-Finale qualifiziert und konnte dann davon profitieren, dass ich glaube, der Lars Oldekamp damals war schon richtig gut mit der 85er, schon ein paar Jahre gefahren. Der hatte irgendwie ein bisschen Probleme mit den Motorrädern und hat dann irgendwie insgesamt 3 Motorräder dabei gehabt und dann wurde der irgendwie disqualifiziert und ich bin quasi als letzter Mann ins C-Finale gerutscht am Samstag und damals war sogar noch Larissa Pappenmeier vor mir und war, ja, so richtig viel weiß ich nicht mehr, auch nicht wie die Rennen waren, aber war auf jeden Fall eine ganz geile Story und eine ganz geile Erfahrung da. Damals noch mit C-Finale und gerade so als letzter qualifiziert fürs C-Finale. Das finde ich ganz interessant, weil am letzten Wochenende war ich beim ADAC MX Masters in Jauer und da gab es auch ein Team-Meeting vom ADAC mit den Teamchefs und einfach eine Austauschrunde. Und da kam eigentlich wieder der starke Wunsch der Teams, dass die Nachwuchsklassen, also die beiden Junior-Cup-Klassen 85 und 125, die sind im Moment, weil es ja 4 Rennklassen gibt, bei 48 Startern pro Klasse sozusagen limitiert pro Veranstaltung. Und da war der starke Wunsch, dass man das wieder öffnet. Also wenn ich jetzt deine Geschichte höre, macht das auf jeden Fall Sinn, weil die Champions von morgen stehen vielleicht nächstes Jahr im C-Finale erstmal als Reservefahrer, oder? Ja, zum Teil habe ich mir das auch jetzt gedacht bei der neuen Konstellation beziehungsweise beim neuen Programm, gerade von den Jugendklassen bei den Masters, dass es relativ sinnvoll ist,
frühzeitig die Nachwuchsfahrer die Chance zu geben, sich da schon mal zu messen, Luft zu schnuppern, wie geht es da zur Sache, weil bei der Baden-Württembergischen Meisterschaft oder bei irgendwelchen Regionalserien ist halt nochmal eine ganz andere Hausnummer, von dem her kann man sich, denke ich, da recht früh ein paar Sachen abschauen, weiß, was auf einen zukommt, dass die Leute da, ja, wenn man auf eine Regionalserie kommt, 5-6 Sekunden schneller sind pro Runde, von dem her ja, ist, denke ich mal, auch frühzeitig daran zu arbeiten, Luft, ja, zu schnuppern quasi, für mich aus meiner Sicht sehr sinnvoll, um nicht dann zu denken, wenn man quasi die Regionalserie gewonnen hat und schon auf dem Trip ist, ja, ich bin jetzt schon der Beste, schon Ego ist schon over the top, auf dem Dach, und dann kommst du zu deinem ersten Junior Cup oder Youngster Cup Rennen und auf einmal nicht qualifiziert, was ist denn hier los? Ja, ja, ich habe auch die eigene Erfahrung gemacht. Es ist ja auch was anderes in seiner Ecke, auf den gewohnten Strecken, die man kennt, auf dem gewohnten Boden schnell zu fahren, oder dann kommst du plötzlich auf ganz anderem Boden, muss plötzlich innerhalb von 15 Minuten Training eine Strecke, die du noch nie gefahren bist, lernen schnell. Das ist ja auch so ein Skillset, was man entwickeln muss. Und ich denke, auch dafür wäre es wichtig, also vielleicht sogar wichtiger als ein Last-Chance-Rennen den Jungs, die eh schon etabliert im Youngster Cup und in der Masters-Klasse sind, zu bieten. Wobei das ja heutzutage eh so ein bisschen die Frage ist, wie kriegt man die Starterfelder voll durch eine ganze Saison durch? Also eigentlich jedem, dem man die Tür nach dem Zeittraining vor der Nase zuschlägt, der kommt vielleicht beim nächsten Mal nicht wieder. Ja, das ist auf jeden Fall ja schwer, da eine gute Balance zu finden. Wobei früher war es halt wirklich so, du hast dich nicht qualifiziert, beziehungsweise damals war es, glaube ich, das B-Finale, sozusagen Last Chance, und die ersten ein oder zwei aus dem B-Finale haben sich dann noch für das A-Finale qualifiziert, von dem her, falls im Quali irgendwas schief ging, Motorrad ging kaputt und du bist nicht direkt in die Quali fürs A-Finale gekommen, hat es trotzdem noch irgendwie eine Chance. Von dem her ist es auch schade, du fährst jetzt, sagen wir mal, hier aus dem süddeutschen Raum bis nach Tensfeld in der Quali, geht dir das Motorrad kaputt und du kannst jetzt nach Hause fahren. Von dem her ist Last Chance schon auch irgendwie ein Stück weit sinnvoll. Aber ja. Ja, es gibt ja auch Jungs, die können von Natur aus sehr gut diese Zeittrainingsrunde fahren. Und dann gibt es aber Jungs, die sind einfach die besseren Rennfahrer. Ja. Ich selber muss mich auch als Letzteres bezeichnen. Ich weiß, auch, ja. Wo ich damals mal Europameisterschaft gefahren bin, ne, komme auch aus dem Sand, dann warst du auch in den Rudersberg oder sonst wie. Harter Boden, das konnte ich dann natürlich später auch schon grundsätzlich fahren, habe das gelernt im Laufe der Zeit durch die Jugend-DM und Pokal-Erfahrung. Aber ich habe halt eine Weile gebraucht, bis ich auf meinem wirklichen Tempo war, während einer, der den Boden gewohnt war, das natürlich gleich wusste. Und andersrum natürlich auch, wenn ein Hartbodenfahrer in Sand kommt, der braucht erstmal ein bisschen, bis der so auf Tempo ist. Und ich habe dann oft mich in der EM, habe ich so, ich glaube, das war wirklich in Rudersberg, habe ich mich gerade so qualifiziert für die Wertungsrennen und habe dann während der Rennen um die Punkteränge, also damals noch Top 15, gekämpft mit Jungs, die in der Quali, so ein Portugiese oder so, auf Platz 3, 4, 5 lag. Also sprich, ja, ne, der hatte diese Fähigkeit, super schnell im Zeittraining zu fahren. Ich halt nicht. Und im Rennen haben wir halt dann wirklich miteinander gekämpft. Und ja, das zeigt eigentlich, dass beide sinnvoll ist, sowohl das Zeittraining. Ja, also du hast gerade gesagt, du warst auch ja der Rennfahrer, oder? Genau, also ich weiß nicht, wer meine Zeittrainings ein bisschen verfolgt hat. War auch nicht immer super gut, muss ich ehrlich zugeben. Ich bin so ein Typ, der fährt ziemlich viel bedacht mit Kopf. Deswegen jetzt über 20 Jahre nur zwei Knochen gebrochen. Von dem her kann ich mich da einordnen, dass ich vernünftig fahre. Und auch immer, wenn ich irgendwo erzähle, ja, Motocross, ah, was hast du denn schon alles gebrochen hier? 20, das und das und das. Ja, nee, geht eigentlich. Ja. ist natürlich eher die Ausnahme, aber von dem her fahre ich ein bisschen mit Kopf und würde jetzt auch sagen, dass ich im Zeittraining jetzt nicht einen Schalter umlegen kann und 150% und entweder es geht gut oder Krankenhaus. Von da bin ich einfach nicht der Typ dazu. Von dem her, ja, konnte ich meistens im Rennen ziemlich den gleichen Speed fahren wie in der Quali, was die anderen natürlich dann nicht konnten, weil die auf eine Runde mal 2-3 Sekunden schneller fahren konnten. Genau, von dem her
öfters mal Startplatz nur hier um die Top 10 oder so nachher am Master Startgarde, aber ja, meine Starts sind auf jeden Fall on point die letzten Jahre gewesen und von dem her auch aus Startplatz 10 oder 15 meistens dann trotzdem ganz vorne in der ersten Kurve mit dabei gewesen. Und ja, ich glaube... Cooper Webb hat sich die Taktik abgeschaut von dir. Der ist ja auch meistens nicht der schnellste im Zeittraining ja. Und fährt dann um die Rennsiege. Genau. Nee, von dem her war ich eher so ein bisschen Cooper Webb und Ryan Dungey, so ein bisschen ein Diesel, wo im Rennen dauerhaft konstant vorne reinfährt. Genau, aber auch gerade das Risikothema von meiner Seite, wo auch schon viele gefragt haben, warum ich jetzt nicht den Schritt in die WM gegangen bin. Da muss ich einfach dazu sagen, ich hatte schon ziemlich viele Schicksalsschläge in meinem Leben mit Thomas Kneipp und auch mit meiner Freundin und Krankenhaus und kurz vor knapp Blutvergiftung, was weiß ich, alles Mögliche. Und auch wird wahrscheinlich eigentlich außer im engsten Bekanntenkreis niemand wissen, aber ich bin 2015 und 2016 jedes Mal die ersten Rennen der Meisterschaft gefahren und meine Freundin lag quasi im Krankenhaus, hat zum Teil um ihr Leben gekämpft. Von dem her war es da auch vom Kopf immer relativ schwer bei der Sache zu bleiben. Aber von dem her, würde ich sagen, im Vergleich zu einem Standard-Motocross-Fahrer, da wo es ziemlich viel um Schnellfahren und Motocross ist, quasi alles, was es gibt, bin ich so ein bisschen distanziert durch meine ganze, ich will jetzt nicht sagen, schon ein bisschen Lebenserfahrung mit 29 Jahren mittlerweile. Das ist ja schon was, ja. Und deswegen war auch für mich der Schritt, konstant in die WM zu gehen. Ich hatte es ein paar Jahre probiert, mich ranzutasten. 14, 15, 16, sowas in dem Dreh und habe auch richtig gute Ergebnisse eingefahren. Vierter Platz in Lockhead vorm Cairoli und Kollegen war das Highlight und ein paar Top 10 auf jeden Fall auch, gerade auf Hartbodenstrecken, wo wir natürlich ein bisschen entgegenkommen. Aber ich muss einfach sagen, Gas in der WM. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich weniger Talent habe, weniger Skills, aber da vorne kann halt wirklich jeder fahren. Die haben alle ihre Hausaufgaben gemacht, sie können alle schnell fahren, haben eine gute Technik und es geht halt aktuell, was ich finde, bei der Entwicklung immer mehr über Risiko. Das sieht man auch, wenn man es beobachtet. Ich würde jetzt mal sagen, zum Teil ist das halbe Fahrerfeld am Ende der Saison verletzt. Von dem her war es mir einfach das Ganze nicht wert, mein Leben da aufs Spiel zu setzen, um da vorne mitzufahren. Denn vom Können und vom Talent würde ich sagen, habe ich das Gleiche. Aber sie pushen sich da alle ein bisschen gegenseitig. Der eine fährt 120%, dann sagt der andere, das kann ich auch. Dann sind alle auf 120% Niveau, dann fährt der eine auf 130%, dann ziehen alle mit. Und so geht es halt immer weiter. Und dann habe ich irgendwann gesagt, das ist es mir leider nicht wert. Vor allem, ich würde mal sagen, im Werksteam mit den ganzen Prämien, wo du dir erfahren kannst und verdienen kannst, sehr gut. Aber als so halber Privateer da vorne mit reinzufahren, also selbst Top 5 oder mein vierter Platz in Lockhead, hat mir eigentlich 0 Euro eingebracht, weil es vom Veranstalter halt einfach nichts gibt. Startgeld ist trotzdem sehr hoch oder war es die letzten Jahre? Ich habe jetzt irgendwas mitbekommen, dass es ein bisschen umgestellt wird. Ich weiß nicht, ob das... glaube ich, für nächstes Jahr der Plan. Dass genau, irgendwas habe ich da gelesen. Damit mal wieder mehr als 23 Leute bei einem Europa-Grand Prix am Gatter stehen. Von dem her bin ich eigentlich jahrelang Masters gefahren und habe mit meinem Masters-Titel Prämie eigentlich meine WM-Saison finanziert und dann einfach irgendwann am Ende vom Jahr kommt trotzdem nichts raus, obwohl du bei beiden Serien dein Leben riskierst, alles gibst und von dem her war es mir dann einfach nicht mehr wert. Das kurz zu der Geschichte, warum es jetzt nicht unbedingt in die WM ging. Ja, da haben wir jetzt schon ein bisschen vorgegriffen, aber da bleiben wir gleich bei dem Thema. Ich finde es auch brutal, wie eigentlich in den letzten Jahren das gesamte Starterfeld
ich sag mal, in allen ambitionierten Rennklassen. Es fängt ja schon im ADAC MX Masters auch in den Nachwuchsklassen an, geht über die EMX bis hoch zur WM oder in Amerika, wie brutal eng das Fahrerfeld zusammengerückt ist. Jetzt bist du im Zeittraining 1,5 Sekunden langsamer als der Tim Geiser und stehst auf Platz 15. Vor 15 oder 20 Jahren wärst du da auf Platz 3 gestanden. Und dementsprechend finde ich es mal interessant, weil so habe ich es noch nie betrachtet, was du gerade beschrieben hast, dass man eigentlich nur noch über ein erhöhtes Risiko einen Unterschied ausmachen kann. Und und das wird dir im Falle von der WM, wenn du nicht gerade gute eigene Sponsoren hast oder in einem Werksteam stehst, zahlt dir das Risiko auch keiner. Und wenn du im Krankenhaus liegst, legt sich auch keiner für dich hin und zahlt deine Miete. Ja. Zahlt auch keiner. Genau, also ich will jetzt nicht sagen, dass es auf jeden Fall so ist. Da gehen die Ansichten bestimmt auseinander. Aber das ist so, was ich für mich die letzten Jahre beobachtet habe. Ja, interessant. So, dann springen wir jetzt auch noch mal kurz wieder zurück in deine 80er-Zeiten. Und zwar, was ich da so ein bisschen auf dem Schirm habe noch in der Erinnerung, ist ADAC MX Junior Cup. Damals noch nicht mit dem Zusatz 85, weil damals gab es nur den einen Junior Cup in der kleinen Klasse. Und wer waren so damals so deine Förderer, Unterstützer oder dein Umfeld? War das einfach nur dein Vater oder kam da noch mehr? Und mir schürt auch so DMSB Junior Team, Herbert Kosak irgendwie so im Kopf rum. Aber ich weiß es wirklich zeitlich auch echt nicht mehr genau, wann da was war. Genau. Also am Anfang auf die 85er, wo ich gestiegen bin, ging es erstmal auf eine KTM. Das war aber, soweit ich in Erinnerung hatte, das allererste Jahr, wo KTM eine 85er hatte. Und die war noch nicht so ganz standfest. Von dem her hatte ich dann nach 3 oder 4 Motorschäden und KTM hatte immer im Sommer 2-3 Wochen das Werk zu. Gab es keine Teile mehr, keine Zylinder mehr. Und von dem her ging es dann kurzzeitig auf eine Suzuki. Und dann auch in dem kommenden Jahr, dann bei Suzuki kurz 2006. Wenn ich mich da genau dran erinnere, ging es dann ein Jahr für Suzuki kurz an den Start und dann war schon Deutsche Meisterschaft und Junior Cup auf dem Programm und danach wurde dann das DMSB Junior Team mit den 85er Fahrern ins Leben gerufen, wo ich dann 2007 reingekommen bin. Damals war es noch bei Kreiner Racing, wurde dann aber 2008 von Kosak Racing vom Herbert Kosak übernommen und das war dann auch das Jahr, wo es dann richtig vorwärts ging. In dem Jahr bin ich Deutscher Meister geworden und im Junior Cup mit Jeffrey Herlings damals noch es waren auf jeden Fall keine 5 Punkte, wo es um die Meisterschaft ging hinten raus. Ich glaube sogar, es war auf jeden Fall in Höchstädt letztes Junior Cup Rennen und wir waren, glaube ich, ich weiß nicht, ob es bei der Anreise war zur Veranstaltung oder nach dem ersten Lauf waren wir, glaube ich, punktgleich und dann ging es, wer quasi den letzten Lauf gewinnt, ist Meister und da haben wir uns auch komplett gebettelt, so ein bisschen wie jetzt am Wochenende oder jetzt vor kurzem die Meisterschaftsentscheidung in Amerika, wo die ersten zwei, wo es wirklich um die Meisterschaft ging, der erste gewinnt, der zweite nicht und dem Rest vom Feld komplett davon gefahren. Leider war ich dann, 5-6 Sekunden hinterm Jeffrey im Ziel und 2 Punkte Rückstand der Meisterschaft, von dem her ein bisschen schade, aber ja, ich würde jetzt mal sagen, da braucht man sich nicht verstecken, wenn man gegen Jeffrey Herlings eine Meisterschaft gewinnt. Ja, jetzt verliert. Rückblickend auf jeden Fall nicht. Ja. Ja, aber das ist ja schon mal eine Top-Leistung und es zeigt zum einen die Stärke vom Junior Cup, was da für Fahrer raus oder hervorgegangen sind, inklusive dir selber ja auch. Und ja, genau. Also und Jeffrey Herlings, der zweifelsfrei einer der besten Motocross-Fahrer der Welt ist und geworden ist, davon sich schon geschlagen geben. Wer war denn mit im DMSB Junior Team? Ich glaube, der Dennis Baudrechsel war ein Fahrer oder Nick Turi? Genau, also Dennis Baudrechsel war dabei, der war in dem Jahr dann schon auf der 125er, glaube ich, im Youngster Cup. Und Dominik Turi war quasi Teamkollege von mir, auch 85er. Und da war es auch wirklich mal
schön zu sehen, dass ja, wie was Förderungsgelder geflossen sind, kann ich nicht sagen, aber genau, Gast da natürlich, oder weiß ich nicht, von dem her kann ich es nicht sagen. Ja. Aber es war cool, dass sich quasi der DMSB da auch ein bisschen engagiert hat, zusammen mit einem etablierten Team, wo eine richtig professionelle Struktur dahinter war. Und ich würde schon sagen, dass es auch ja in dem Jahr natürlich auch deutscher Meistertitel und auch im Junior Cup ganz vorne mit dabei war, schon so ein bisschen Next Level, habe mich noch ein bisschen weitergebracht, bisschen Professionalität reingebracht und ja, ein guter Weg in die richtige Richtung. Ja. Hast genau. du damals schon irgendwie den Traum gehabt, oh, ich will mal Profi werden, oder war der vorher schon da, oder war das irgendwie noch damals, also wir reden jetzt vom Jahr 2008, dem letzten Junior Cup Jahr, irgendwie wo du sagst, ach ja, das ist, macht mir Spaß und ich habe natürlich einen Ehrgeiz und so, aber mal schauen. Schwer zu sagen. Ich glaube, ja, damals mit 15 oder so machst du dir noch keine großartigen Gedanken, wie du in ein paar Jahren dein Geld verdienen möchtest oder Berufswahl, was weiß ich. Über das Alter, wo man sagt, man will Feuerwehrmann werden, ist man natürlich schon drüber raus, hinaus. Aber da, wo man dann wirklich ernsthaft sich Gedanken macht, das ist da noch nicht, von dem her. Klar, ich war mega motiviert, war auch fokussiert und ehrgeizig, quasi die Meisterschaft zu gewinnen, auch einen Junior Cup zu gewinnen, was jetzt im Nachhinein rückblickend der einzigste Titel ist, wo mir quasi beim ADAC fehlt. Aber ich, ja, schwer zu sagen, ob ich da jetzt schon gesagt habe, ich will mal Profi-Motocrosser werden. Ich irgendwie wahrscheinlich schon so zum Spaß. Aber es war noch kein konkreter Plan dahinter. Genau. Ja, wobei, ne, ich sag mal, im Verbandsteam zu fahren, sozusagen im Kader, im Förderkader zu stehen, ist ja schon mal eine Auszeichnung. Ja. Ja, 2009 erfolgte ein Aufstieg auf die größeren Motorräder. Da bist du im Youngster Cup gefahren, weiterhin im DMSB-Team. Wie war so dein erstes Jahr auf den 125er, war das dann noch, oder? Nein, ich bin damals, also ich bin in meinem letzten Jahr, 2008, 85er, parallel schon 125er gefahren, nur zum Training, weil damals gab es, wie gesagt, den Schritt, damals war der Schritt 85er und dann ging es in Youngster Cup. Von dem her hatten wir das natürlich schon, stimmt, mit 250 F-Motorrädern gefahren wurde. Genau, von dem her hatten wir den Schritt hatten wir natürlich schon im Hinterkopf, sind dann 2008 schon parallel mit der 125er trainiert. Und Ende des Jahres, glaube ich, auch schon auf der 125er mal einen deutschen Meisterschaftslauf gefahren, wo natürlich nicht ganz so gut war. Bin ich in Apolda überrundet worden von damals noch Peter Smitka, wo da zu der Zeit die ganzen deutschen Meistertitel eingefahren hat. Hab mich überrundet, das war ein bisschen frustrierend. Genau, aber auf jeden Fall ging es dann für mich in meinem allerersten Jahr direkt auf die 250 Viertakt. Und ich konnte auch in Eichwald, ganz geile Erinnerung, und auch mal zu veranschaulichen, dass es auch funktioniert. In meinem allerersten Jahr Youngster Cup schon einen Laufsieg einfahren. Ja, sehr gut. Ich glaube, das können auch nicht so viele Fahrer sagen. Ne? War Tommy Kneipp damals schon bei dir sozusagen im Umfeld mit bei, oder war das noch alles so sozusagen unter der Fuchtel vom Herbert Kosak? Genau, damals war Tommy noch nicht auf dem Schirm. Der kam dann erst ein Jahr später mit dazu und auch erst gegen Ende des Jahres. Von dem her war wirklich 2009 DMSB Junior Team auf der 250er im Youngster Cup. Ein paar richtig gute Ergebnisse, aber noch nicht so richtig konstant. Ja, aber das hast du dann fürs nächste Jahr geändert, ne? 2010. Genau, und dann ging es da auf die Waldmann Honda für 2010. Und dann Ende des Jahres ging es eigentlich ein bisschen über die Lehrgänge von Thomas, sind wir da ein bisschen ins Gespräch gekommen, denn ja, er hatte auch schon ein bisschen vorher gesundheitliche Probleme, von dem her konnte er bei seinen eigenen Lehrgängen nicht mehr vorfahren und hat, ja, vielleicht auch jetzt rückblickend jemanden gesucht, den er vielleicht ein bisschen aufbauen kann, aber der schon einen richtig sauberen Fahrstil hatte, wofür ich ja bekannt bin, wo ich früher auch schon hatte, damit, wenn er was erklärt, wie es funktioniert, dass es einer auch genauso umsetzen kann, vorfahren kann für die Lehrgänge. Und von dem her, ja,
sind wir dann darüber ins Gespräch gekommen, ob ich nicht Lust hätte, quasi mit ihm zusammen sein Sommercamp bisschen, also nicht auf die Beine zu stellen, aber da ein bisschen mitzuhelfen und vorzufahren, die ganze Sache, genau. Finde ich ganz interessant, weil einer meiner großen Förderer oder der erste große Förderer war Bert von Zitzwitz und da bin ich eigentlich auch durch dessen Motocross- und Enduro-Schule so reingewachsen, erst als Lehrgangsteilnehmer, ne, als kleiner Junge und dann habe ich dem halt auch im Alter von 15, 16 Jahren dann schon geholfen, einzelne Trainingsgruppen zu übernehmen und oder morgens mal die Laufgruppe irgendwie zu führen, ne, und das finde ich so rückblickend auch immer ganz, ganz spannend, ne, dass er mir ja im Prinzip das Vertrauen geschenkt hat, sein Geschäft und seine Firma zu repräsentieren als Jungspund. Ne? Also, da ist mir noch lange kein Bartfussel gewachsen, ne? Und ich durfte den erwachsenen Jungs schon sagen, wie man jetzt richtig Motocross fährt. Und das höre ich bei dir genauso raus. Wie hast du das so da wahrgenommen damals? Kam es dir komisch vor in dieser Trainerrolle oder bist du da einfach so ganz natürlich reingewachsen? Ja, natürlich, ich muss dazu sagen, dass ich einer der wenigen Fahrer bin, die wo richtig schnell sind, aber auch wissen, was sie machen, was sie umsetzen, um schnell zu sein. Du weißt, warum du schnell bist. Genau, ich weiß, warum ich schnell bin. Also von dem her ist es mir auch damals schon relativ leicht gefallen, nicht nur schnell zu fahren, sondern auch anderen zu sagen, was ich mache, was sie umsetzen müssen, um schnell zu fahren. Und genau, von dem her, ja, habe ich mich die Frage, was du jetzt gerade gestellt hast, noch gar nicht so richtig rückblickend mit beschäftigt. Das war einfach so, wie es war damals, eine gute Chance. Und ja, habe dann aber auch relativ schnell mitgemerkt, dass ich mit Tommy auf einer Wellenlänge bin, dass er auch genau das erzählt, was auch rückblickend mein Vater und so mit mir trainiert hat. Wir haben eigentlich so ein bisschen Stefan Ewerts damals als Vorbild gehabt. Deswegen fahre ich auch mittlerweile immer noch doppelt so viel im Stehen wie alle anderen gefühlt. Mhm. Weil ja, Stefan Ewerts ist damals auch alles im Stehen gefahren, war einfach technisch komplett überlegen gegenüber seiner Konkurrenz und hat alles spielerisch aussehen lassen. Und da ja, war mit meinem Vater einige Stunden immer die gleiche Kurve, perfekte Technik drauf geachtet, was kommen wir nachher noch ein bisschen dazu, was aus aktueller Sicht ich mit meinen Jungs, mit denen ich gerade trainiere, schon ein bisschen schlechtes Gewissen manchmal habe. Aber damals, also wenn es nicht gut funktioniert, dann bin ich auch einen ganzen Nachmittag die gleiche Kurve gefahren und habe so lange trainiert, bis es wirklich funktioniert hat und dann auch nicht, jetzt hat es funktioniert und wir machen Pause, sondern dann muss es natürlich auch mal ein paar Mal funktionieren, damit es sich setzt und damit es sich im Kopf abspeichert. Und genau, da habe ich auch aus Amerika eine geile Story gehört. Ich glaube, mit Ricky Carmichael und seiner Mutter, das war damals, ob es jetzt wirklich stimmt oder nicht, kann ich nicht sagen. Aber ich habe gehört, dass es war, wenn es funktioniert hat, die Kurve oder was auch immer die trainiert haben, dann hat es müssen danach 100 Mal funktionieren. Und danach war es dann okay, akzeptiert, Trainingslektion quasi abgehakt. Wenn es beim 98. Mal nicht funktioniert hat, dann ging es nochmal 100 Mal von vorne los. Von dem her war da früher schon ein bisschen mehr Zug dahinter, würde ich sagen, auch mit meinem Vater. Ja, Vater-Sohn-Beziehung ist immer so eine Sache. Wenn es quasi um Training und so weiter ging, da sind wir uns auch ein paar Mal in die Haare gekommen, aber rückblickend glaube ich, dass ich hier nicht sitzen würde und auch nicht die Erfolge gehabt hätte, wenn es wirklich in den jungen Jahren nicht schon eine gute Struktur und auch ein bisschen Zug dahinter gewesen wäre und nicht, heute klappt die Kurve nicht, morgen klappt es auch nicht, dann versuchen wir es halt nächste Woche oder übernächste Woche mal, sondern Es ist ja so, ich meine, also ich kann es aus meiner eigenen Karriere beim Thema Backflip lernen, ne? Irgendwann, wo das ein Thema im Freestyle-Motocross wurde, habe ich erst gesagt, okay, jetzt höre ich auf zu fahren, weil das ist zu wahnsinnig. Und dann habe ich aber irgendwann gedacht, das muss man ja lernen können. Und der ein oder andere Fahrer spult es ja schon auch regelmäßiger ab. Und dann war mein Ziel, okay, ich will es einfach einmal gepackt haben. Und dann habe ich ja gesagt,
Ja, aber wenn ich es einmal geschafft habe, dann spricht ja nichts dagegen, dass es auch ein zweites, drittes Mal klappen kann. Und dann habe ich ja aber irgendwann auch gesagt, ja, und richtig sicher wird es ja nur, wenn es normal wird, ne? Also man 100 Backflips am Tag springen kann. So kam es auch. Und ich habe auch im Racing über Jean-Michel Bell was Ähnliches gehört, wie du gerade von Carmichael geschildert hast, dass der auch gesagt hat, ne, im Training, Sektionstraining, die Kurve, 10-mal perfekt hintereinander fahren. Ja, das Gleiche, wenn du beim 7. Mal einen Fehler machst, wieder von vorne anfangen. Ja. Ja. Und das ist, glaube ich, dieses Grinden, ne, dieses einfach trainieren und aber auch verstehen, warum. Und das ist was ich halt auch von Bert von Zitzwitz gelernt habe und Dirk von Zitzwitz, seinem Bruder, in den Lehrgängen. Die erklären dir immer, warum. Die sagen nicht nur einfach, Ellbogen hoch, ja. Und Gas. So, und Gas, sondern warum setze ich mich wann hin und wohin in der Kurve? Warum beschleunige ich hier auf die Art und nicht auf eine andere Art? Und ich bin auch immer wieder erstaunt, dass es ja wirklich auch gute, erfolgreiche Fahrer gibt, die können dir das nicht erklären, ja. Also, ich weiß, ohne dass ich jetzt auf Marco Schiffer rumhacken will, ne? Also die Erfolge sprechen für ihn. Aber da habe ich mal fürs Moto X Magazin mit dem eine Fahrtechnik-Folge produzieren wollen, wie man einen Seatbounce, also im Sitzen abspringen macht. Und habe ihm Fotos gemacht und da habe ich gesagt, schreib mir mal so einen Text grob zusammen, ich bringe das dann in schönen Form. Und dann kam kein Text und kein Text. Und da habe ich angehört, ich so, Markus, was ist denn? Soll ich dir den Text schreiben? Ich meine, letztendlich geht es ja nur darum, die Technik zu erklären, das kann ich auch und so. Ja, ich kann es machen, aber ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Ja? Und das hat mir eigentlich über Markus ein bisschen die Augen geöffnet. Wie gesagt, es soll jetzt gar kein Diss sein. Der ist einfach so ein Fahrertyp, ich setze mich drauf und ich kann das. Oder neulich habe ich auch in einem Podcast gehört oder hat mir das einer erzählt, dem haben sie die Fahrwerke verstellt. Und der hat es geschafft, immer wieder seine schnellsten Rundenzeiten zu fahren, obwohl das Fahrwerk eigentlich schlechter eingestellt wurde. Sprich, der konnte sich adaptieren. Ist jetzt eine Geschichte, die ich vom Hörensagen kenne. Ne? Und bei dir habe ich auch den Eindruck, nee, du hast ja auch gesagt, du weißt, warum du schnell bist. Und manche Fahrer sind da, glaube ich, auch intellektuell überfordert, wenn man ihnen jetzt alle kleinen Details erklärt, warum sie den kleinen Finger in der Kurve nicht abspreizen sollen oder gerade, ja. Genau, von dem her, ja, wie du schon gesagt hast, da gibt es Typen, die sind so und dann andersrum. Aber genau, nochmal kurz zurückzukommen auf das Kurvenfahren oder Sektionstraining. Wiederholen. Falls jetzt einer zuhört, der so eine Situation schon mal hatte, das soll jetzt auch keine Bestrafung sein. Oder wir, auch wenn ich es mit meinen Jungs mache, das soll jetzt nicht eine Demütigung sein, dass sie jetzt 100 Mal da durchfahren müssen, sondern es muss einfach im Kopf abgespeichert sein. Es muss irgendwann das Programm, was quasi falsch angelernt war über Jahre, überschrieben sein, damit auch, wenn du jetzt ins Rennen kommst und alle möglichen Einflüsse von außen auf einen einprasseln, Start in der ersten Kurve oder in den ersten Runden sind 10 vor dir, 10 hinter dir, 3, 4 links, rechts, kreuz und quer, du springst mit 5 Leuten über den Sprung, dann ist es hier wirklich wichtig, nicht zu vergessen, wie man Motorrad fährt, ins alte Muster zurückzufallen, Ellenbogen unten viel zu früh hinsetzen, was weiß ich, sondern im Training so lange üben, dass es quasi ja, aus dem FF kommt und du nicht drüber nachdenken musst, ich fahre jetzt in die Kurve rein, auf was muss ich achten? Na, warte mal, bis in die Kurve stehen, Ellenbogen hoch, ja, hier das Gas, nicht zu viel Gas, nicht aggressiv. Es muss einfach ohne Überlegen kommen und dann kannst du alles miteinander verbinden und dann wird es auch erfolgreich. Ja, also es ist ja auch in der Sportwissenschaft schon ganz, ganz lange kein Geheimnis mehr, dass man hunderte oder tausende Wiederholungen machen muss, bis sich so eine Bewegung automatisiert. Und deswegen, du hast es ja auch gerade toll gesagt, ne? Irgendwas, was man falsch gelernt hat, dann zu überschreiben, ist eigentlich auch viel schwieriger, als es eigentlich gleich richtig zu lernen. Deswegen auch ein Appell an alle Eltern, die ihre kleinen, jungen Kinder auf Maschinen setzen. Ich glaube, das Beste, was ihr den Kids tun könnt in dem Alter, ist nicht einen leistungsstärkeren Auspuff draufbauen oder ein besseres Fahrwerk, sondern nehmt das Geld und schickt die Kids und Jugendlichen auf Lehrgänge, egal
zu welchem Trainer. Da gibt es ja viele. Wir haben gerade auch schon festgestellt, es gibt verschiedene Fahrertypen. Entsprechend funktionieren auch verschiedene Trainertypen am besten. Nehmt so viel mit wie möglich. Aber dass die Kinder eigentlich von klein auf einen guten, sauberen Fahrstil lernen. Ja, das ist auf jeden Fall ausschlaggebend. Und auch jetzt gerade bei mir, ich höre die Frage auch öfters mal, ja, macht es bei meinem Fahrerlevel überhaupt schon Sinn, dass ich zu einem Lehrgang gehe? Dann sage ich, ja, gerade hier ist es eigentlich sehr wichtig, denn du bist noch so ein unbeschriebenes Blatt Papier. Wenn du jetzt natürlich von Anfang an weißt, okay, auf der Geraden fährt man im Stehen, über Bremslöcher fährt man auch im Stehen, man muss das Motorrad mit den Beinen klemmen und so weiter. Gut, aber bei meinen Lehrgängen kommen auch immer wieder Welle im Sitzen über die Bremswellen 25 Meter vor der Kurve hingesetzt und dann, ja, das mal wieder aus dem Kopf rauszubekommen, ist wirklich viel, viel schwerer, wie es einfach direkt am Anfang richtig zu lernen. Ja. Und von dem her, genau, wie du schon angesprochen hast, auch mit den verschiedenen Trainern. Ich war früher 65er, 85er, auch beim Colin Dagmore, bei Marco Dorsch, bei was weiß ich, wem alles. Ich konnte auch von jedem was mitnehmen. Und ja, ich meine, alle wissen hier und da ein paar Tricks und Tipps, wo du mitnehmen kannst. Und wo es sich dann ja auch schon gelohnt hat. Ich sag mal, wenn du aus dem Lehrgang rausgehst und nur eine Sache im Gedächtnis bleibt, ist schon besser wie gar nichts oder nicht hingegangen zu sein. Von dem her, ja, da war ich bei genügend Trainern und bin dann letztendlich ja beim Tommy Kneipp hängen geblieben. Ja, so, jetzt springen wir nochmal kurz wieder zurück ins Jahr 2010. Dein zweites Jahr im Youngster Cup auf der Waldmann Honda. Und du hast ja gerade gesagt, gegen Jeffrey Herlings war es knapp. 2010 war es gegen Lars Oldekamp ganz knapp. Euch hat am Ende nur einen Punkt getrennt in der Meisterschaft. Wer hat das bessere Ende gezogen? Ja, glücklicherweise ich war auch einer meiner vielen Titel in Holzgerlingen. Das ja, waren meistens immer die Finalen, also die finalen Veranstaltungen. Rennen, Veranstaltungen von Masters oder Youngster Cup, Junior Cup, was auch immer. Und damals, genau, war auch ganz lustig. Ich glaube, ich habe es noch in Erinnerung, dass ich Threadblade keine einzige Veranstaltung hatte, sondern es am Anfang noch nicht so ganz lief. War auch natürlich Umstieg von KTM auf Honda. Und ich so ein bisschen das ganze Jahr hinterher bin. Es lief dann immer besser, habe immer ein paar Punkte abgeknabbert. Und ja, sorry, Lars hatte klar, glaube ich, das ganze Jahr Threadblade von der ersten Veranstaltung bis zum letzten Lauf. Denn im letzten Lauf, zweiter Lauf in Holzgerlingen, Youngster Cup, bin ich quasi mit einem Punkt Rückstand oder mit zwei Punkten Rückstand reingegangen und ja, konnte dann den Lauf für mich entscheiden und genau, hat gerade so ausgegangen, dass es auf jeden Fall in der Meisterschaft um einen Punkt gereicht hat, von dem her ganze Jahr hart gearbeitet, um aufzuholen und im letzten Lauf Threadblade geklaut und somit Meisterschaft für mich entschieden. Ja, wie macht man das mental? War das Zufall damals oder wusstest du schon, wie du da rangehen kannst oder hat dir da Tommy vielleicht auch in der Situation schon geholfen? Weil Tommy hat ja schon sehr früh deutlich mehr gemacht als nur Fahrtraining und nur Fitnesstraining. Genau, aber in dem Jahr war es ja, wo ich Tommy erst kennengelernt habe. Ich glaube, das war auch das allererste Rennen, wo er überhaupt dann quasi mit mir mehr oder weniger dabei war. Und Sommercamp war ja immer irgendwann im Sommer und Holzgerling so wie jetzt auch ja, irgendwann im September. Von dem her hatten wir uns noch nicht wirklich lang gekannt. Aber ich würde schon sagen, dass ich dadurch, dass ich wirklich früh in die guten Klassen reingesprungen bin, damals mit der 85er noch und da wirklich schon viel gelernt habe, auch mit der im Junior Cup damals 2008, wo es dann wirklich mega knapp war und ja aufs letzte Rennen auf den Punkt angekommen ist, hatte ich natürlich schon ein bisschen Erfahrung mit Druck umzugehen und ja, aber im Nachhinein, dass ich da jetzt gesagt habe, wir haben schon irgendwelche mentalen Spielchen mit irgendjemand anders gespielt, da waren wir noch weit davon entfernt. Von dem her war es einfach ja gut, dass ich nicht unter der Last zusammengebrochen bin, gut durchziehen konnte. Und ja,
Würde ich aber auch sagen, dass mir zugute kommt, was ich jetzt gerade schon gesagt habe, unter Druck, unter Stress im Rennen nicht vergesse, wie man Motorrad fährt, sondern mich einfach durch meine perfekte Technik darauf wirklich konzentrieren kann und auch unter Druck trotzdem noch sauber fahre und einfach so fahre, wie ich es gelernt habe und wie ich es kann. Und nicht, habe ich jetzt auch mit meinen Jungs ein bisschen im Training mega gut, zum Teil so schnell wie fast so schnell wie ich. Und wenn dann der Stress vom Rennen auf einen einprasselt, dann harte Arme und keine Ahnung, kann einfach sein Können nicht abrufen. So ein bisschen Trainingsweltmeister-Thema. Und ja, von dem her würde ich da schon sagen, dass ich mich gut auf meine Technik konzentrieren konnte und mental ein bisschen stark bleiben konnte und gut durchziehen konnte. Wobei die ersten paar Male auch dann die ersten Masters-Titel, da waren schon ganz schön, ja, eine harte Nummer und so kurz vor knapp mit mentalen Breakdown, ja. Bevor es weitergeht, nochmal ein kleiner Hinweis auf unsere Partner, die den Podcast unterstützen. Weber Workaholics hat jetzt die Skills-Kollektion mit Hose und Jersey fürs Motocross und Enduro rausgebracht. Die Hose besitzt coole Features wie zwei Taschen in der Leistengegend mit Reißverschluss, wo ihr euer Handy, Autoschlüssel und viel mehr verstauen könnt. Die Hosenweite lässt sich an den Hüften per Klettverschluss feintunen für einen perfekten Sitz. Die Hose, das Jersey oder das Ganze als Kombo gibt es in den Farben Schwarz, Grau, Blau und Rot sowie in der DT64, also Nick Turi Signature Kollektion. In der Kombo aus Jersey und Hose kostet das Ganze nur 119,90 Euro und es gibt die Sachen im Rider Store Shop. 24MX, Europas größter Online-Shop für Motocross- und Enduro-Zubehör, bietet noch den ganzen September in ihrer Mega-Kampagne das ProWorks Quickload-System für nur 49,99 Euro an. Mit dem Quickload-Transport-System kannst du Motorräder von 65 bis 500 Kubikzentimeter Hubraum einfach und sicher transportieren. Einfach das Bike in den Transporter rollen, die Halteklammern an die Fußrasten drücken und fertig. Links zu den Angeboten findest du in der Episodenbeschreibung. Ja, dann steigen wir gleich mal auf in die MX Masters Klasse. 2011 erfolgte der Aufstieg weiterhin auf der Waldmann Honda. In der Saison ist ein 14. Platz rausgekommen. Was gibt es zu dem Jahr zu sagen? Ja, es war auf jeden Fall mal schwer. Erstens mal erstes Jahr Masters-Klasse. Zusätzlich bin ich nicht aufgestiegen von Hubraumzahl, sondern bin die 250er Viertakt Honda weitergefahren. Die war damals jetzt auch nicht unbedingt die Rakete. War nicht überpowered, ja. Genau, auch schon im Youngster Cup damals gegen die ganzen KTMs bin ich öfters mal, also auch wenn ich gut starten konnte, bin ich öfters mal von hinten nach vorne gefahren und war nicht immer von Anfang an vorne mit dabei. Und das war im Masters natürlich gegen die 450er nicht gerade besser, war ein hartes Jahr, viel gesteinigt worden von den 450ern und einzigste, was ich daraus noch weiß, dass Masters-Veranstaltung in Tensfeld komplett verregnet war, zwei Tage komplett abgesoffen und Rillen über die Gerade, in die Kurve, über die Sprünge, einfach gefühlt 10 Rillen nebeneinander und das um die ganze Strecke, da ging es dann natürlich nicht unbedingt nur um die Leistung, weil ja, wenn zum Teil in Tensfeld sowieso anspruchsvoll und kraftraubend und dann noch mit der technisch anspruchsvollen Rillen, Wasser, Matsch, war es dann nochmal eine andere Hausnummer. Bin ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, ich bin einen Lauf aufs Podest gefahren und einen dritten Platz eingefahren und da war auf jeden Fall im Vergleich zu dafür, dass ich zum Teil, wenn ich von hinten gekommen bin, irgendwie um die Top 20 gekämpft habe, war es auf jeden Fall schon mal eine geile Sache. Und das ja, im Sand, muss man bei dir und ja das sagen. Noch im Sand. Aber es war halt einfach, ja, es hat mit Sandfahren in dem Jahr wirklich nicht viel zu tun gehabt. Es kam einfach auf dem Fahrrad drauf an, oder? Ja, es war einfach technisch und alles saumäßig anspruchsvoll, weil es, wie gesagt, selbst die Sandwellen auf der Geraden waren einfach Rille, Rille, Rille. Von dem her konnte es nicht nach hinten und Gas, weil das konnte ich damals als Hartbodenfahrer noch nicht so wirklich so Sandwellen surfen. Aber dadurch, dass es wirklich nicht gefragt war, sondern eigentlich komplett Balance, Enduro, Akt über die ganze Strecke, kam mir perfekt entgegen und konnte ich meine Stärken gut ausspielen. Und es war egal, ob du 10 PS weniger hattest oder nicht. Ja.
Ja, und dann im nächsten Jahr, 2012, wir springen jetzt mal ein bisschen vorwärts, muss ich auch ein bisschen Gas geben hier. Ja. 2012, 7. Platz in der Gesamtwertung der MX Masters und im KTM Saarholz Team. Genau, da ging es das erste Mal dann zu KTM Saarholz, dann auf die 350er aufgestiegen. Wilhelm hatte damals richtig Motor gemacht, was jetzt rückblickend viel zu viel war von der, ja, ich sag mal jetzt einer halben Luftpumpe damals von der Honda 250er auf eine gemachte 350er mit Tuning-Auspuffanlage, wo auch ziemlich aggressiv war, und bin ich die ersten Rennen nicht wirklich damit zurechtgekommen. Habe mich auch ein bisschen dann da reingekämpft, mit der Leistung vertraut gemacht. Natürlich, Trainings- und Motorrad war nicht getuned und dann nur zum Rennen auf die getunte 350er. Parallel 2012 noch Deutsche Meisterschaft 250 gefahren, wo ich auch deutschen Meistertitel einfahren konnte in dem Jahr. Und mehr oder weniger eigentlich immer nur zum Rennen, dann auf das mega starke Motorrad. Und dann hat es mir da mal die Arme lang gezogen und bin nicht so richtig klargekommen. Nach ein paar Rennen habe ich dann auch mit Wilhelm oder mit Saarholz Racing gesagt, wir müssen wieder ein bisschen zurücktunen, das Motorrad muss für mich fahrbarer sein. Und es hat sich dann auch über die Jahre durchgezogen, dass mein Motorrad jetzt nicht unbedingt 5 PS mehr hat wie alle anderen, sondern ich wirklich Leistung braucht, mit der ich was anfangen kann, die wo nicht im oberen Drehzahlbereich kommt. Ich hatte auch Auspuffanlagen hin und her getestet, und FMF, würde ich jetzt mal sagen, kommt aus Amerika, funktioniert vielleicht auch in Amerika, aber für meinen Geschmack ist es immer zu viel Leistung auf einen Punkt und auch erst bei zu viel Drehzahl. Von dem her, genau, habe ich schon immer, oder seit ich dann mit viel Leistung unterwegs war, fahrbare Leistung gebraucht, wo wirklich von unten schön dosierbar ist, damit du in der Kurve, und war ich auch schon immer der Typ, lieber früher ans Gas, sanft ans Gas steigern, damit kannst du die Traktion aufbauen und durchziehen, anstatt einfach in die Kurve rein, Hinterbremse rumrutschen, Kupplung und wieder raus. Gibt ja auch so Typen, da wo es funktioniert, diese mega aggressiv unterwegs. Genau, war ich aber nicht dazu, und dann ging es so über die Saison immer ein bisschen besser, ein bisschen am Motorrad gefeilt. Und hinten raus war es ganz gut. Und bei der Pressekonferenz für Holzgerling, letzter Lauf von der Masters, habe ich mir dann einen kompletten Fuß verdreht und bin dann das letzte Rennen gar nicht mehr gefahren in dem Jahr. Ja. Oh ja, da war es mal ein schlechter Holzgerling. Ja. Irgendwie müssen ja die ganzen guten Erinnerungen in Holzgerling auch ausbalanciert. Ja. Ich möchte mal ganz kurz einhaken, weil ich dieses Thema Motorleistung, fahrbarer Motorcharakter und so eingehen möchte. Ich habe neulich im Gypsy Tales Podcast mit Jeffrey Herlings, hat selbst der gesagt, dass die 450er viel zu viel Leistung haben und dass sie eigentlich auch in der WM eigentlich nur für den Start nur noch abgestimmt werden, weil der so extrem wichtig geworden ist. Genau. Oder in Amerika, Eli Tomek fährt oft mit Schaufelreifen, einfach damit er beim Start vorne bei ist, dann ist ihm die Performance während des Rennens egal. Wie siehst du das denn? Ist so eine 450er, wäre es nicht mal an der Zeit, irgendwie generell da vom Reglement zu sagen, vielleicht mal auf 350 Kubik Hubraum zu gehen? Da müssen die japanischen Hersteller natürlich mitziehen oder so. Ist das zu viel geworden heutzutage? Jetzt fährst du ja auch wieder privat eine 350er oder privat aktuell, ja. Genau, also ich, genau das gleiche Thema hatte ich mir jetzt auch Gedanken gemacht. Brauche ich wirklich, also jetzt auch, ich will es nicht sagen als Hobby, aber aus der Sicht von einem Hobbyfahrer, der wo jetzt keine Rennen mehr fährt, der wo keinen Start mehr gewinnen muss, brauche ich so viel Leistung, um einfach nur Spaß zu haben, um auf der Strecke schnell zu sein? Und da habe ich für mich die Entscheidung getroffen, nein. Habe gesagt, ich hätte für dieses Jahr gerne 350er, weil die neuen Zweitakte mit Einspritzung auch noch nicht lieferbar sind, ja, und so weiter. Von dem her, ist für mich eigentlich ein richtig geiles Motorrad, auch gerade, ich sag mal, im Regionalbereich. Du hast so ein bisschen Kompromiss aus beiden. Scooter eigentlich von 250 und Scooter von der 450. Du hast relativ, für 250 Verhältnisse richtig, richtig gutes Drehmoment von unten. Natürlich nicht so viel wie eine 450, aber da finde ich es, wie wir gerade schon gesagt haben, eigentlich zu viel. Aber kannst das Motorrad, also die 350er, auch richtig schön drehen. Und oben raus kommt dann auch, ja, über die Drehzahl, weil es einfach drehfreudiger ist, auch nochmal richtig viel Leistung. Von dem her würde ich jetzt nicht sagen, dass mir jetzt irgendwo auf der Strecke, wenn ich jetzt nur für mich schnell fahre, irgendwo zu wenig Leistung ist. Natürlich, wenn jetzt
wieder gegen irgendeine 450er auf der Strecke fährst und es geht irgendwo einen Berg hoch, dann merkst du halt, dass es 5 PS weniger hat, aber wenn, wahrscheinlich von der Rundenzeit bist du auf der 350er genauso schnell, wenn nicht sogar noch schneller, oder? Denke ich jetzt eigentlich auch. Und wie wir gerade eben schon gesagt haben, ich fahre nie zu aggressiv, sondern schaue eher, dass ich in der Kurve früher ans Gas gehe. Und das fällt mir mit der 350er fast leichter, denn es kommt auf den Punkt, wenn du, ja, sag mal, fährst in die Kurve rein, dritter Gang oder was auch immer, wie die Kurve ist, und du gehst ans Gas, ist einfach noch nicht zu viel Leistung da und du kannst es dann durch die Kurve schön dosieren, hinten raus aufziehen, über die Drehzahl kommt genügend Leistung und von dem her ist es viel einfacher zum Fahren, macht mehr Spaß, dadurch ja nicht so viel Schwungmasse und so weiter, deutlich handlicher, also ist eigentlich schon so ein bisschen ziemlich identisch von der vom Handling wie die 250er, aber kommt von der Leistung fast schon an die 450. Ich finde es eigentlich ein geiles Bike. Ja, ich finde auch 350, Viertakt, eierlegende Wollmilchsau. Ne? Man kann den Motor oder die Motoren sehr breit fahren, man kann sie untertourig fahren, man kann sie aber auch drehen lassen wie einen kleineren Hubraum. Kann sie rund fahren, ruhig fahren, kann sie aber auch aggressiv fahren. Also ich finde es auch gut. Ich selber fahre privat natürlich nach wie vor 250 Zweitakt, weil ich auch sowas groß geworden bin und auch keine Rennen mehr fahren muss. Sprich, mir geht es rein um den Fahrspaß. Aufs Thema Zweitakt und Fahrspaß kommen wir bei dir noch ein bisschen später. Wir spulen jetzt mal vor. Das Jahr 2013, dein drittes Jahr in der MX Masters Klasse. Im KTM Sauerholz-Team einen starken Teamkollegen gehabt, Sebastian Purcell, WM-Fahrer, Bruder von Christoph Purcell, der ja auch mehrfach Weltmeister war, in Amerika eine Karriere hatte. Der war dein Konkurrent, war da schon etabliert, du warst noch relativ jung. Wie alt warst du damals? Müsste jetzt ausrechnen, ich weiß es nicht genau. Naja, auf jeden Fall noch eher 19 oder so. Ja, oder? Irgendwie so, ja. Also, warte mal. Ja, 93 bin ich geboren, 2013 sind wir jetzt, also 19 oder 20. Ja, so in dem Dreh. Genau. Und es hat am Ende zum Titel gereicht. Wie hast du die Saison erlebt? Und ich selber habe eine sehr lebhafte Erinnerung an das Finale in Holzgerlingen. Ja, die Saison war auch ein bisschen auf und ab. Natürlich DM250-Titel im vorherigen Jahr, ganz zum Schluss, hat mir ein bisschen Aufwind gegeben. Aber dann auch der Schritt von 250 bzw. 350er bei den Masters auf die 450er. War jetzt auch die Erwartungen, ja, ich würde jetzt mal sagen, wir haben jetzt nicht gesagt, okay, wir fahren jetzt um die Meisterschaft, wir fahren mit. War dann direkt erstes Rennen der Saison, glaube ich, in Reutlingen, auch wieder Schlammschlacht, hinten und vorne, was weiß ich. Und zack, stand ich am Ende vom Tag durch einen guten, sauberen Fahrstil und technisches Können auf dem Podium. Und dann so, okay, da könnte vielleicht doch was gehen dieses Jahr. Und ja, aber wie gesagt, zu der Zeit war ich auch noch nicht im Sand. Also wenn es nach Tensfeld ging oder auch nach Fürstlich-Trainer, da war wirklich so, okay, da geht es eher ums Überleben, einigermaßen Punkte mitnehmen, damit auf dem Hartboden wieder ein bisschen aufholen kannst. Und genau, war ein bisschen wieder auf und ab. Ja, das ging Purcell aber vielleicht ähnlich, oder? Ja, ich weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall ging es dann zur letzten Veranstaltung nach Holzgerlingen und der Titel, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass er komplett unerreichbar war, aber ich hatte, glaube ich, zwischen 10 und 15 Punkte Rückstand. Und das war schon so, ja, also da muss schon irgendwas richtig Doofes passieren, dass, also dem Purcell muss was Doofes passieren. Purcell muss was Doofes passieren, dass es noch realistisch ist. Okay, auf jeden Fall Holzgerlingen sowieso meine Lieblingsstrecke oder eine meiner Lieblingsstrecken. Ich glaube, davor war Geildorf, das war auch immer schon richtig gut. Hatte ich schon ein paar Punkte aufgeholt und hat alles gut funktioniert. Ging nach Holzgerlingen. Okay, Start muss funktionieren. Hat natürlich funktioniert. Holshot. In Holzgerlingen geht es links, rechts. Und durch die Holshot, Red Bull Holshot-Markierung, durch die schönen Dinger, was da an der Seite stehen, bin ich natürlich als erster durch, aber leider nicht gerade, sondern im Scrub quasi. Aus der Kurve ist mir nichts Vorderrad raus weggerutscht und durch die Red Bull Holshot-Wertung quasi geschlittert mit Motorrad und ich einzeln, Start trotzdem gewonnen, aber ich lag auf der Nase, 39 Mann kam von hinten irgendwie halb über mich drüber, mir vorbei, stand in der Mitte von der Strecke,
Bin ja hin und her gesprungen, ein bisschen um die anderen rumgetänzelt und dann war es eigentlich war es dann schon im Kopf, ja, okay, jetzt ist sowieso vorbei. Rückstand, sowieso relativ viele Punkte. Und Sebastian war, glaube ich, ganz gut dabei, hat, glaube ich, geführt und ja. Auf jeden Fall ging es dann, ich will jetzt nicht sagen, dass ich rumgeeiert bin, ich bin gut nach vorne gefahren. Und dann war irgendwann in der Mitte vom Rennen ist Porcel Radlager kaputt gegangen, das Rad war nicht mehr gerade hinten in der Schwinge und ist fünfmal die Kette runtergesprungen und irgendwann ist es dann gerissen und weggeflogen und dann stand auf meinem Pitboard, los geht's, Porcel out, aufholen. Ich war zu dem Zeitpunkt natürlich, keine Ahnung, aufgeholt, war irgendwo auf Platz 25 vielleicht. So, und dann ging es ein bisschen um Leben oder Tod. Genau, dann bin ich vorgefahren, bin unterwegs noch beim Überholen von außen mit einem zusammengekracht, bin nochmal kurz weg, also über die Kurve rausgeschossen irgendwo und konnte dann aber wirklich irgendwie alles abrufen, was ging und bin, keine Ahnung, ich glaube, bin auf Platz 10 oder so rausgekommen und das waren genau so viele Punkte, also ich glaube, es waren 15 Punkte, wo ich Rückstand hatte in der Meisterschaft. Und für Platz 10 gab es dann, glaube ich, genau 15 Punkte. Und das war genauso viel, dass wir quasi ins letzte Rennen mal wieder super knapp auf knapp punktgleich gingen. Ja. Ja, und dann ging es da los. Start hat wieder super funktioniert. Hole Shot. Aber bestes Szenario, Porcel am Start 2, da direkt hinter mir. Und dann ging es wirklich 30 Minuten. Wer haut die besseren Rundenzeiten raus? Und er hing mir quasi nonstop am Arsch. Einmal ist er kurz weggerutscht, dann hatte ich 3 Sekunden Vorsprung, aber die hat er dann, ja, waren natürlich beide komplett am Limit und er auch, hat er relativ schnell wieder aufgeholt. Und dann ging es wirklich 30 Minuten plus 2 Runden im Train quasi, Rad an Rad hintereinander her. Aber ich hab's wieder, bin irgendwie wieder standhaft geblieben. Selbst in meinem ersten Jahr für 50er oder oben beim ersten Masters-Titel. Ich meine, damals, ja, am Anfang von der Saison war es okay, fahren wir halt mal für 50er und am Ende vom Jahr ging es um Masters-Titel. 30 Minuten plus 2 Runden, wirklich um alles. Und ich habe es trotzdem. Keine Zeit zum Taktieren, oder? Keine Zeit zum Taktieren, keine Zeit zum Nachdenken. Einfach, genau, so schnell fahren, wie man kann, alles abrufen, was man kann. Und es hat das Ziel, ja, mit 1-2 Sekunden Vorsprung gereicht und die Szene, was du vorhin angesprochen hattest, in Holzgerling über Zielsprung, ich bin einfach nur rübergerollt und einfach geradeaus weiter durch die Bande durch, einfach umgefallen und lag da und ADAC MX Masters Champion, der erste Meisterschaft bei den Big Boys und knapper hätte es können nicht sein und ja, irgendwann natürlich im Verlauf des Rennens haben es die Reporter auch mitbekommen, dass es hier richtig zur Sache geht. Und wo ich da hinten durch den Kartoffelsackzaun durchgefahren bin, standen der Basti natürlich auch, ja, und 10 andere Reporter mit ihren Kameras. Und ich bin einfach vor denen einfach umgefallen und lag da erstmal 5 Minuten und war erleichtert, glücklich, hab halb geheult und komplettes Gefühlschaos, ja. Ich glaube, ich habe mich schützend über dich geworfen. Ja. Direkt oder so. Ja, es war aber auch für mich als Außenstehenden und alle Fans und das war einfach Wahnsinn. In dem Moment ist halt richtig. Was passiert, ne? Du mit, ja, als junger Fahrer ringst dann gestandenen, etablierten WM-Fahrer runter und man hat schon gespürt, dass jetzt, denke ich daran, kriege ich schon wieder Gänsehaut direkt, ja, was da gerade passiert. Und ihr habt wirklich beide alles gegeben, was ihr hattet. In dem Lauf hast du dann einfach das kleine bisschen mehr gehabt, aber es war ja echt nicht viel. Und auch natürlich in Holzgerling, Wiesenschleife, die Zuschauer damals noch ohne mega Sicherheitszäune, was weiß ich, keine Ahnung. 2 Meter nebendran, wo du Vollgas vorbeifährst und da wirklich das ganze Rennen um alles ging, der hinten dran war, quasi von der ersten Runde an Spannung war. Der Sprecher hat es mega mitmoderiert. Ich als Deutscher natürlich, beziehungsweise ja fast schon oder damals eigentlich schon halbes Heimrennen. Von dem her war es wirklich Stimmung komplett aus dem Häuschen und alles, ja, Spannung aus dem Häuschen und Emotionen und alles. Also das habe selbst ich zum Teil die letzten 2-3 Runden, wo wir da Porcel direkt hinter mir gefahren bin, ist, also von meinem Motorrad habe ich, glaube gerade in der Wiesenschleife, wo die ganzen Fans standen, nicht mehr viel gehört. Da war wirklich nur noch
Gejubel und Geschrei und Geklatsche und die Hände hingen über die Bande, dass ich fast abklatschen konnte. Ja. Das war schon eine geile Erfahrung. Ja. Wie hast du, oder wie verarbeitet man das? Oder wann hast du so realisiert, Mensch, ich bin Champion? Also gewusst hast du es ja gleich, aber dass dir klar geworden ist, was du in dem Jahr geleistet hast. Ja? Und was hat das vielleicht mit deinem Kopf gemacht von, okay, ich bin jetzt durch Zufall in Anführungszeichen Meister geworden zu, okay, jetzt bin ich da mal automatisch für nächstes Jahr erstmal der Favorit vielleicht sogar. Ja, so, ich weiß nicht, so Titel realisieren ist immer, das kommt immer erst ein paar Tage später. Du fährst das Ziel, du weißt, okay, Faust geht nach oben, jubelst, klatscht überall ab, alle Team-Members fallen dir in den Arm und ja, aber ich glaube, so richtig realisieren, gerade bei mir, tust es immer erst ein paar Tage später, wenn du wieder zu Hause bist und eigentlich, ey, was ging dieses Jahr eigentlich hier ab? Und das ist, ja, in Europa die internationale deutsche Meisterschaft, ADAC Mixed Masters. Es gibt keine Klasse höher mehr. Es war 450er und da überlegst du dann schon mal, okay, die letzten Jahre von gerade 2010 noch hier der kleine Bubi auf der 250er zu, okay, bei den Big Boys die Masters gewonnen, ist schon eine Hausnummer. Und ja, aber ich glaube, das war auch ein bisschen der Durchbruch. Ich hatte ein paar Jahre dann mit Thomas wirklich hart trainiert, auch außenrum viel Koordinationstraining gemacht, was weiß ich alles, was natürlich dazugehört, was die meisten gar nicht sehen und was auch jetzt, finde ich, zum Teil ein bisschen vernachlässigt wird. Immer Training ist aktuell so, ja, du gehst auf die Strecke und fährst. Finde ich jetzt nicht unbedingt, gehört mehr dazu. Aber das hat sich auf jeden Fall ausgezahlt, gerade bei den heftigen Bedingungen, gerade in Holzgerling, wenn es immer richtig viele Rillen hat. Ja, war es einfach sehr vorteilhaft, wenn du technisch richtig was drauf hattest. Und dann, ja, war quasi 2012 deutscher Meistertitel MX2, 2013 Masterstitel und dann ging es schon langsam schon, ja. Dann war von 2011, 12, ja, mal ab und zu gut, ab und zu nicht, war dann schon ein bisschen so langsam der Knoten geplatzt, dass es schon ziemlich konstant wurde, auch gerade hinten raus. Ja. Was hat Tommy so mit seiner Trainings- oder Trainerphilosophie was hat er so anders gemacht? Also die Jungs von der Pro Sports Alliance inzwischen, also der André Stumpf, Jan Hoffmann, die sagen ja auch, eigentlich hat ihre Besuche von den Lehrgängen vom Tommy sie dazu motiviert, das zu machen, was sie jetzt machen, nämlich einfach so ein ganzheitliches Trainingskonzept zu machen und wollen das ja auch so ein bisschen, ja, inspiriert von Tommys Geist der Trainingsmethodik weiterführen. Und ich habe mich ja mit Tommy auch immer wieder mal so drüber unterhalten. Aber ich glaube, keiner weiß es besser als du. Was ist so dieses Geheimnis vom Tommy-Kneipp-Training gewesen? Ja, ich meine, wie gesagt, wo Tommy auf mich aufmerksam geworden ist, war ich ja, oder in dem Jahr schon gut, 2010 Youngster Cup gewonnen. Von dem her, ja, klar haben wir noch an Fahrtechnik gearbeitet, vor allem konstant abzurufen, noch sauberer zu fahren und noch besser auf den Punkt zu fahren. Also nicht, ja, kommst in die Kurve rein, bist zwar schnell, aber setzt dich mal 5 Meter früher mal hin oder erst nach der Kurve oder was weiß ich. Wirklich rauszufinden, was passt zu meinem Fahrstil und wie funktioniert es, wie kriege ich es auch hin, dass es quasi duplizierbar ist, dass es einfach jede Runde passt. Und natürlich kommt auch vieles, vieles außenrum dazu. Sprich jetzt nicht unbedingt jeden Tag 2 Stunden joggen oder 4 Stunden Fahrrad fahren, sondern bei Motocross kommt es auf so viel drauf an. Vor allem was Reaktion und Koordination angeht. Du fährst mit 40 anderen auf einer Strecke, wo es 10 Rillen nebeneinander hat in der ersten Runde, vor dir, hinter dir, links, rechts, über dir, unter dir, keine Ahnung, überall sind andere und da wirklich das im Kopf alles koordiniert zu bekommen und trotzdem bei der Sache zu bleiben, sein Können abzurufen und nicht
wie wir vorhin schon angesprochen haben, der Trainingsweltmeister zu sein, wenn du einsam deine Runden auf der Strecke drehst und im Rennen komplette Überforderung, weil du nicht mehr alles geregelt bzw. eigentlich im Kopf koordiniert bekommst. Und da ist es halt wirklich, ja, da haben wir ein paar Übungen oder gemacht, wo ich am Anfang habe ich gedacht, was geht denn hier ab? Also davon wäre ich nicht schneller, oder? Erstmal, davon wäre ich nicht schneller. Was bringt es mir? Zum Beispiel 30 Mal im Kreis drehen, bis es dir komplett schwindelig ist und dann komplett halb benommen auf einer Linie versuchen, ganz gerade zu laufen. Also so ein halber Alkohol. die üblichen Partyspielchen. Genau. Flasche drehen auf dem Boden. Aber selbst das, es macht alles, du kriegst im Kopf, du gewöhnst dich ja da irgendwann dran, im Kopf ist einfach alles, neue Synapsen entstehen, du kriegst einfach alles schneller verarbeitet, hast ein besseres Gleichgewichtsgefühl, bessere Koordination, kriegst alles, ja, sowohl dein Körper als auch was macht das Motorrad unter dir perfekt kombiniert unter einen Hut oder unter einen Helm und kannst am Ende, hast ein gutes Gesamtpaket, wo du nicht nur schnell fahren kannst, sondern auch beim Rennen genau dein Können abrufen kannst. Ja, ist ja, wie du sagst, ne, die Wahrnehmung mit 39 Fahrern, gerade in so einer Startrunde um einen drumherum, dann hast du da 10 Spuren am Absprung, die alle super tief sind, und überhaupt das zu erfassen, die Wahrnehmung, und dann aber auch noch blitzschnell eine Entscheidung zu treffen, welche von diesen 10 Spuren, die ich ja eigentlich nur in einem Bruchteil von einer Sekunde wahrnehmen kann, ist denn jetzt die vielleicht beste und wie verändert sich das im Laufe des Rennens? Also das wird, glaube ich, auch sehr unterschätzt, und wenn man es schafft, sozusagen durch sein Training zu Hause, das von diesem vorgespulten Renntempo-Wahrnehmung auf vielleicht ein normales Tempo oder vielleicht eine Zeitlupen-Wahrnehmung setzen zu können, dann hat man, glaube ich, schon viel gewonnen. Weil also Rennfahren bedeutet ja auch wirklich extrem viele Entscheidungen permanent zu treffen. Ne? Ja, wie du gerade schon gesagt hast, erste Runde, 10 Rillen am Absprung. Klar, hast eine Einführungsrunde, aber ja, du hast jetzt Streckenvorstellung Holzgerlingen, 17 Sprünge auf der Strecke. Jeder Sprung hat 10 Rillen, sind schon mal 170 Sachen. Dann hat es in jeder Kurve noch 5 Rillen, Anbremslöcher hier und da, Wellespur, was weiß ich. Okay, kannst du vielleicht noch sagen, okay, die Spur ist gut und die Spur ist gut und die Spur ist gut. Dann hast du noch 3 Stück in Erinnerung, wo vielleicht passt. So, das war aber jetzt gerade in Schrittgeschwindigkeit Einführungsrunde. Jetzt geht's los. 39 Mann hinter dir oder was weiß ich, um dich rum. Und der eine fährt die Spur, wo du dir überlegt hast, und der andere fährt die Spur, wo du dir gerade überlegt hast. Du hast keine Freispuren, Mann. Okay, dann wirklich, ja. Dann ist es zum Teil, du fährst halt in die Spur rein und schaust mal, was passiert. Und da auch darauf vorbereitet zu sein, wenn dein Motorrad jetzt anfängt zu kicken, dich nach vorne haut, nach hinten haut, länger verschlägt in der ersten Runde, da einfach, ja, da bringt dir 2 Stunden Joggen oder 4 Stunden Fahrradfahren nichts, weil Körperspannung und Koordination, wenn dein Bike unter dir das macht, wie musst du mit deinem Körper reagieren, um es abzufangen, ist da einfach das A und O. Ja, spannendes Thema. Ich glaube, ich meine, wir sind jetzt eh schon bei 1,5 Stunden. Wir machen noch ein bisschen weiter. Ich hoffe, das passt in deinen Zeitplan rein. Ja, kriegen wir hin, Dennis. Aber ja, also dieses ganze Trainingsthema umfassend, da hat sich auch unheimlich viel getan in den letzten Jahren, zum Glück im Sport. Kann man sich noch lange unterhalten. Kommen wir nachher auch noch mal ein bisschen dazu, was du jetzt aktuell machst. Jetzt springen wir mal ins Jahr 2014. Dein zweiter Titel, weiterhin auf KTM Saarholz, und du hast dich gegen Marco Schiffer und Jeremy Seber durchgesetzt. Was war in dem Jahr los? Ja, das Jahr war mal ein Jahr, wo relativ, also soweit ich es noch in Erinnerung habe, relativ easy ablief. Also natürlich jetzt, ich bin nicht spazieren gefahren, aber tja, die letzten Jahre haben gefruchtet. Ich war einigermaßen konstant, war auch so langsam im Kopf, dass ich sage, okay, es funktioniert, ich kann um Titel mitfahren, und ich, Starts haben sowieso immer funktioniert, zack, vorne raus, Hole Shot. Ich glaube, in den Jahren auf der KTM habe ich, glaube jedes Jahr die Hole Shot-Wertung mit, ich hatte 12 Hole Shots und die anderen hatten dann mal, der hatte 3 und der andere 2 und dann noch ein paar Leute ein. Aber ich glaube, keine Ahnung, 70% von Starts habe ich sowieso immer gewonnen. Jedes Jahr die Red Bull Hole Shot-Wertung abkassiert, und von dem her war es okay.
ich kann Motorrad fahren, ich gewinne jeden Start. Und ja, kommen wir da noch kurz drauf zu sprechen, weil ich war ja noch nie so der Bad Boy, der wo jetzt irgendeinem in die Kiste fährt, oder eigentlich bin ich mehr oder weniger, würde ich jetzt mal sagen, rück betrachtet viel zu lieb für den Sport. Ja. Ich kann aber man sieht ja, funktioniert auch. Ich will niemand was Böses, ich will auch niemand irgendwie schaden, oder wenn ich dem die Kiste fahre, dann ja, können das sich verletzen, was weiß ich. War ich noch nie so der Typ, deswegen habe ich damals mit Tommy an der Starttechnik stundenlang trainiert und bam, sitzt, jeden Start gewonnen, und von dem her war es mir ganz recht, dass ich gut starten konnte, gut Motorrad fahren konnte, von dem her war es dann gerade 2014 in dem Jahr meistens bam, vorneweg und mein eigenes Ding gefahren, habe mich so ein bisschen aus den Fights überall rausgehalten, und genau, das lief ganz gut in dem Jahr. Und hat sich ja dann der Markus, wo direkt hinter mir war in der Meisterschaft, war letztes Rennen da mal nicht in Holzgerling, sondern in Teutschenthal. Hatte ich, glaube ich, schon 48 Punkte Vorsprung oder so in der Meisterschaft. Also war schon beim letzten Rennen eine ziemlich sichere Sache. Und da hat sich leider der Markus da im Quali, glaube ich, böse abgelegt und mit Wirbelsäule oder was weiß ich weiß nicht mehr genau. Ziemlich ins Krankenhaus verfrachtet und dann war noch ein bisschen mehr der Druck raus, weil mehr oder weniger Meister war ich dann schon und konnte aber trotzdem in den zwei Rennen, ich glaube einmal hatte Max Nagel den ersten Lauf oder am zweiten Lauf gewonnen, ich weiß es nicht, und den anderen habe ich gewonnen. Und ja, Samstagabend gab es aber im Hotel noch eine Pizza, weil war nicht mehr ganz so verkrampft quasi, wo du jetzt sagst, okay, an dem Wochenende muss wirklich alles passen. Du musst schauen, was du isst, du musst schauen, was du trinkst, du musst perfekt regeneriert sein, muss alles passen. Da war so, cool, Masters-Veranstaltung, ganzes Jahr war ziemlich geil. Wir haben es geschafft, leider Markus verletzt. Jetzt können wir auch mal ein bisschen nach uns gucken und ein bisschen Spaß haben. Ja. Samstagabend eine Pizza und Sonntag hat trotzdem gut funktioniert, Starts haben gut funktioniert und dann hatte ich, glaube ich, mit 98 oder 100 Punkten nachher die 2014 die Meisterschaft gewonnen. Also von dem her war das wirklich rückblickend so ein bisschen das entspannteste Jahr. Das für dich sich komisch angefühlt, mal nicht bis zum letzten Meter vom letzten Lauf kämpfen zu müssen, oder? Ja, war die erste Erfahrung mit einer Meisterschaft relativ easy oder relativ frühzeitig in trockene Tücher gebracht zu haben. War was anderes, aber war im Vergleich zu dem Nervenkrimi die letzten Meisterschaften mal ganz angenehm. Ja, und im Prinzip einfach den Titel von 2013 bestätigt, wo der eine oder andere gesagt hat oder sagen konnte, wenn das Rad jetzt nicht vom Fossil kaputt gegangen wäre, dann wäre es anders ausgegangen. Aber in dem Jahr hast du, glaube ich, einfach dich legitimiert, auch auf dem Leistungslevel. Ja. Genau. Ja, dann kam das Jahr, wenn du nicht zu 2014 noch was sagen willst, dann können wir zum Jahr 2015 springen. Das war ja dann krasser Gegensatz, extrem ereignisreich, oder? Genau, dann war es, das war auch der Punkt, wo ich quasi noch mega motiviert war, wo quasi jedes Jahr lief bisschen besser, Speed war da. Dann war auch der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, Vollgas, Weltmeisterschaft. Zu Suzuki Castrol Power One damals. Kompletter Support für die Weltmeisterschaft, also für alle europäischen Rennen mit Mechaniker, was weiß ich alles. War alles quasi von der Teamstruktur und alles finanziert. Ich musste quasi nicht wie die Jahre vorher meine WM selber finanzieren, sondern es war okay, jetzt geht's zur Sache. Neues Motorrad. Im Nachhinein, Japaner. Haben wir schon gesagt, gibt verschiedene Fahrer, verschiedene Fahrstile. Ich würde sagen, ein Japaner passt eher zu einem, oder ich bin schon ganz schön lange keinen mehr gefahren. Damals mit steifem Alurahmen eher zu einem aggressiven Fahrstil, hat zu mir nicht wirklich gepasst. Genau, und dann ging es los. Über den Winter hat noch einigermaßen alles gepasst, aber Tommy ging es schon nicht so gut. Und bevor die Saison losging, ist Thomas Kneipp dann leider im Februar, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, glaube ich, verstorben. Und dann war erstmal
alles außer Kontrolle geraten. Quasi neues Team, Motorrad hat noch nicht wirklich funktioniert, war eigentlich noch zu steif. Dadurch, dass Tommy nicht wirklich viel machen konnte, war auch das Fahrwerk noch nicht wirklich da, wo wir es gern haben wollten, damit wir quasi da ein bisschen gegensteuern können gegen das viel zu handliche und nervöse Motorrad, was die letzten Jahre ja gar nicht so war mit der KTM. Ja. Und neues Team, neues Umfeld, neue Mechaniker. Team war auf der anderen Seite von Deutschland. Und dann natürlich, ja, hat es auch meine Freundin, quasi die Tochter von Tommy, komplett aus der Bahn geworfen. Und genau, dann ging es auch hier los mit ihren Krankheiten und Krankenhaus. Und dann war die erste Saison, wo quasi mehr oder weniger, zumindest mal am Anfang, nichts funktioniert hat. Motorrad hat nicht funktioniert. Saison ging los. Trainer, Schwiegervater sozusagen. Trainer, Schwiegervater, ja. Verstorben. Vertrauensperson, ja. Auch Vertrauensperson, genau. Also ich habe mit meinem Vater ab 2011 sind wir uns bis in die Haare gekommen, haben gesagt, okay, es geht einfach nicht mehr so. Von dem her habe ich dann ab 2011 oder 12 zu Hause mit 16, 17 zu Hause ausgezogen. Hier bei Thomas Kneipp, erst hier in Kempelbach und später dann im Saarland gewohnt. Und von dem her ist erstmal ja alles weggefallen. Das erste Mal saß ich quasi im Saarland. Familie sitzt in Baden-Württemberg in Ulm. Vertrauensperson ist weg. Freundin ist im Krankenhaus. Da gehst du natürlich auch nicht so, dass du zu Hause sitzt und trainierst, sondern Training ist, oder allgemein, wenn es um Gesundheit geht, rückblickend und auch damals schon um Gesundheit und zum Teil auch um Leben und Tod, dann gibt es einfach wichtigere Sachen. Dann schaust, dass du da für deine Familie oder für deine Freundin da bist. Und dann habe ich auf jeden Fall mehr Stunden im Krankenhaus verbracht als irgendwo auf dem Motorrad oder auf der Strecke oder im Gym. Oder also im Gym war ich sowieso noch nie. Ja. Aber halt beim Fitnesstraining. Und dann war wirklich, ja, die ersten Rennen, Fürstlich Trainer und so, stehst du da bei den Masters, Freundin liegt im Krankenhaus. War auf jeden Fall heftig. Da fragt man sich wahrscheinlich, was mache ich hier überhaupt, oder? Genau, aber Vertrag hast du irgendwie unterschrieben. War auch, also meine Freundin hat auch gesagt, das ist okay, ich krieg's hier die 2-3 Tage auch so auf die Reihe. Schau, dass du trotzdem weitermachst an deinem Traum, nach vorne zu kommen. Und genau, aber du stehst am Start und so richtig hundertprozentig bei der Sache bist du leider nicht. Und genau, war einfach ein chaotisches Jahr. Und aber auch, ja, ich würde mal sagen, gerade jetzt nicht unbedingt auf Motocross-Erfahrung zurückzuführen, aber auf Lebenserfahrung, worauf es vielleicht im Leben auch ankommt, dass Motocross nicht alles ist, war das ja auf jeden Fall schon ausschlaggebend, auch für die weitere Verlauf meiner Karriere oder wo ich dann wirklich auch Prioritäten drauf gesetzt habe, wo ich All-In gegangen bin und wo ich nicht All-In gegangen bin. Und habe mir schon ein bisschen die Augen geöffnet, dass es im Leben auch noch was anderes gibt außer Motocross. Und das Jahr war auf jeden Fall hart, ja. Ging dann aber auch irgendwann, nachdem ich mich ein bisschen angepasst habe, vertraut gemacht habe mit dem Bike. Und in dem Jahr habe ich dann übrigens, ja, ging ein bisschen hin und her. Ich will jetzt da keinen Fahrwerkstuner schlecht reden. Ich habe ein paar probiert, hat aber nicht funktioniert. Im Endeffekt habe ich mein Fahrwerk selber gemacht, die ersten paar Rennen. Und war auf Anhieb. Also natürlich hatte ich mit Thomas immer schon viel Fahrwerk getestet hin und her, aber gerade meine Setups waren natürlich nirgends aufgeschrieben. War okay. Immer so bei Tommy im Kopf, okay, da brauchen wir das, da brauchen wir das, der Ulle fährt so, das und das funktioniert. Von allen Kunden hatten wir irgendwo Ordner mit Fahrwerk-Setups, von mir gab es natürlich keinen. Dann habe ich ja in dem Jahr, wie gesagt, nicht so viel trainiert und alles Mögliche, die Ordner studiert und überlegt, okay, das macht Sinn. Also ich, ja, ich würde mal sagen, dass ich für einen Motocross-Fahrer schon relativ viel in der Birne habe. Von dem her da wirklich Gedanken macht, okay, wenn der Schirm jetzt da liegt und dann kommt der und dann kommt hier eine Bridge und was weiß ich. Was macht das und das und das? Was hat die letzten Jahre funktioniert? Und dann habe ich mir da ja für irgendwas entschieden und es hat auf Anhieb gut funktioniert. War auf Anhieb 2 Sekunden schneller als mit dem Fahrwerk, was ich von meinem Tuner da hatte. Und dann war erstmal 3-4 Rennen mit meinem eigenen Fahrwerk, war schon deutlich besser.
Und genau, hat sich ganz gut entwickelt das Jahr. Habe auch wieder ein bisschen Selbstvertrauen bekommen. Und ja, natürlich war dann Vanessa auch irgendwann wieder halbwegs fit, nicht mehr im Krankenhaus, hat sich zu Hause ein bisschen regeneriert, war dann auf den letzten Rennen auch wieder dabei und hat versucht, mich bestmöglich zu supporten. Und in dem Jahr habe ich dann auch Rüdiger Kranz von Mototech Suspension kennengelernt, ein paar über fünf Ecken, und habe mich dann auf einer Veranstaltung da mit dem samstagsabends 3 Stunden unterhalten und habe gemerkt, okay, das ist jetzt wirklich wieder der erste Fahrwerkstuner, mit dem ich sage, bin ich auf einer Wellenlänge, wo wirklich so denkt wie ich, richtig Ahnung hat, damals auch schon Fahrwerksprüfstand und alles, wo wirklich, ja, was dahinter steckt, auch wenn er damals nicht wirklich der bekannteste war, hat wahrscheinlich noch keiner auf dem Schirm gehabt, erst dann durch mich und durch meine Erfolge mit dem Fahrwerk. Aber es war wirklich, ich habe gesagt, okay, das funktioniert, beziehungsweise erstmal, das macht für mich Sinn. Die Ansicht von, wie ein Fahrwerk funktionieren muss, stimmt mit dem überein, wo ich sage, so muss ein Fahrwerk funktionieren. Und dann waren wir 2-3 Mal testen und haben auf Anhieb relativ was Gutes hinbekommen, beziehungsweise war auch schon der Vorteil von seinem Fahrwerksprüfstand, du fährst nicht auf die Strecke und machst 57 Mal am Tag Schims rein, Schims raus, sondern du kannst schon vorher, okay, ich hätte es gern so und so und so, unten soll so ansprechen, oben soll so hart werden, zwischendrin soll es das und das machen, kannst schon mal 20 Prüfstandsruns machen, vorsortieren, bevor wir auf der Strecke sind. Dann machen wir 1-2 Tage auf der Strecke, bam, hat funktioniert. Und das allerletzte Rennen in Geildorf war da, glaube ich, das Finale. Hat dann, war das erste Mal, wo ich dann mit dem richtigen Fahrwerk gefahren bin, wo funktioniert hat. Und dann ging es damals noch um Vizetitel. Glenn Goldenhoff hatte schon unendlich viele Punkte Vorsprung. Und dann ging es damals mit dem Jeremy Seva, eher noch auf der 250er, glaube ich. War dann komplett Suzuki Battle 1-2-3, ging es um die Meisterschaften, um die Vize-Titel, und da war es ungefähr wieder genauso, dass im letzten Lauf der Jeremy mir 20 Minuten am Hinterrad gehängt ist, aber irgendwie habe ich es geschafft zu managen und ihn nicht vorbeikommen zu lassen, und im Ziel war ich dann vorne, und das war wieder so 1-2 Punkte, ging es um die Vize-Meisterschaft, und dann war noch einigermaßen versöhnlich das Jahr 2015 abgeschlossen. Ja. Oh, sportlich. Genau. Ja. Aber also ich meine, man sagt ja immer, ne, was nicht tötet, härtet ab. Jetzt hatten wir in einem Jahr den Verlust von Tommy zu beklagen, aber jetzt rückblickend mit ein paar Jahren Abstand, ist das vielleicht ein Jahr, was sich einfach insgesamt als Person und als Sportler stärker gemacht hat? Auf jeden Fall. Also ich meine, die Jahre davor war immer seit ich da ins DMSB Junior Team reingekommen bin. Team hat gepasst, Motorrad hat gepasst, Umfeld hat gepasst, Trainer bzw. damals noch Vater sagt, wie man fahren soll. Dann Tommy, die Jahre danach, hat gesagt, okay, das und das machen wir hier. War auf jedem Rennen dabei. Wenn irgendwas mal nicht gepasst hat und ich schon halb verzweifelt bin, gerade im Quali, was wir vorhin angesprochen haben, wo nicht immer das Beste war, trotzdem gut zugeredet hat und ein guter Plan fürs Rennen dann. Und dann war das erste Jahr, wo ich ein bisschen auf mich allein gestellt war, genau. Aber ich würde jetzt mal rückblickend sagen, es war sehr anstrengend, aber sehr lehrreich. Ich war auf mich allein gestellt und musste wirklich mal Eigenverantwortung übernehmen und ja, für mich überlegen, okay, wie stelle ich es am besten an? Was mache ich, wenn es mal nicht so gut läuft, was ja da Jahre davor eigentlich nie der Fall war. Und dann war auf jeden Fall ein lehrreiches Jahr mit vielen Erkenntnissen und wo ich viel mitnehmen konnte. Liebe Zuhörer, ihr habt es ja gemerkt, es gibt unheimlich viel zu erzählen. Dennis Ulrich, 5 ADAC MX Masters Titel alleine und noch weitere gewonnen. Wir haben insgesamt 3 Stunden lang geredet. Deswegen unterbreche ich diese Episode, diesen ersten Teil an dieser Stelle. Ihr habt die Höhen von Dennis schon mal miterlebt. Ein sehr schweres, schwarzes Jahr. Und
wie er weitere ADAC MX Masters Titel gewinnt, seine neuen Trainingsmethodiken, die er inzwischen anbietet und vieles mehr, bespreche ich mit Dennis im zweiten Teil, der nächste Woche bereits schon an der gleichen Stelle hier kommt. Und ja, ich hoffe, euch hat diese Episode bis jetzt gefallen. Ich hoffe, dass euch auch der zweite Teil gefallen wird. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch eine Bewertung da mit 5 Sternen. Alles andere könnt ihr euch knicken. Also 4 Sterne, 3 Sterne brauchen wir nicht. Dann klickt einfach nichts. Und damit verabschiede ich mich für heute und sage Tschüss, bis nächste Woche. Euer Basti Wolter.